Ich wünsche euch einen angenehmen Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. DS. Oder New Super Mario Bros. Einfach so. Ich weiß es nicht genau. Beim letzten Mal haben wir einfach so komplett random die erste Welt gemacht und heute steppen wir in die zweite. Welt 2.1, das Level, an dem ich einfach das DS zerbrochen habe, weil ich an diesem Kollegen hier nicht vorbeigekommen bin. Judged mich später. Ich war 3, 4 Jahre alt. Ja. Okay. Und hier bauen wir uns so eine kleine Treppe oder so einen kleinen Blockstapel, sagen wir mal so, mit dem wir rüberkommen und... Die erste Starcoin ist mein. Unser, Leute. Unser. Oh, es macht so Spaß, wieder hier zu sein. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, in der wir die komplette erste Welt durchgemacht haben, schaut sie euch an. Es ging meiner Meinung nach sowieso tatsächlich viel zu schnell. Ich habe Angst, dass das Game wirklich in 8, 9 Videos durch ist. Deswegen, ja. Keine Ahnung. Was soll ich dazu sagen? Lasst ein Like da, wenn ihr nicht wollt, dass es vorbei ist. Das klingt schon ein bisschen wieder egal. Wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr den Kanal abonnieren. Da unten ist nichts Wichtiges. Wir haben alle 3 Starcoins. Ich werde euch nicht zeigen, was sich da unten befindet. Weil ich keinen Bock dazu habe. Sorry. So unfassbar unnötig. Aber ihr braucht überall diesen Mini-Pilz. No joke. Was bringt mir das? Oh. Wir können den Kollegen auch einfach kaputt schießen. Ich schaffe es. Ich schaffe diesen Sprung einfach nicht. Manu, vielleicht beim nächsten Mal. Im Übrigen, wie findet ihr eigentlich diese wunderschöne Animation vom Logo, wenn das hier so reingeslidet kommt? Ich habe mir echt Mühe damit gegeben. Kann ich per Knopfdruck auslösen. Wie gesagt, das ist ein Let's Play. Ich will nicht, dass hier große Effekte und alles reinkommen. Schneiden, okay, aber sonst... Ne. Krasse Effekte will ich hier nicht. Was heißt krasse Effekte? Ihr wisst, was ich meine. Ein Mini-Lucky 2. Was heißt... Warum Mini-Lucky 2? Was laber ich? Dem wir nicht die Wolke klauen können? Okay, okay. Das Game ist komplett different. Hä? Und jetzt auf einmal schon. Das ist die erste, bitte. Da müssen wir dich leider verlassen, liebe Wolke. Für die zweite Starcoin. Ich nehme dich gerne wieder und flieg mit dir hoch. Das sieht sehr... Das hier sieht so sass aus. Nur für eine Fireflower. Egal, wir fliegen wieder nach oben. Wer weiß, wo sich die nächste Starcoin befindet. Aha. Was haben wir denn hier? Schickt uns. Ah, hier schickt uns nach oben. Und. Hier ist eine Röhre. Oh mein Gott, das war so unfassbar knapp. Oh, da feiern wir jetzt nochmal hoch. Für das Geld. Nice. Und weiter geht's. Alle Starcoins haben wir. Ich liebe das, wenn das so schnell geht. Ich weiß nicht. Ich feiere das. Der Hintergrund ist auch wunderschön und ab ins Ziel. Und diesmal haben wir sogar den Sprung hingekriegt und sind nicht ganz unten gelandet, wie beim letzten. So nice. Finde ich sehr, sehr schön. An der Stelle. Hier gibt's den Secret Exit. Oder gibt's den hier? Vielleicht gibt's den auch hier. Wir sehen's jetzt. Ist das? Ist das? Bitte. Ich liebe dieses Level. Komm, bitte. Es ist mein Lieb. Oh mein Gott, ich liebe dieses Level. Dieses Level ist so gut. Dieses Kanalisationslevel. Ey, noch nie ein so perfektes Level gesehen. Oh, es ist so wunderschön. Es ist so wunder. Hallo? Es ist so wunderschön.
Ich liebe es auch mit dieser Musik. Es ist das schönste Level, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ah, Fatboy. Wir schauen uns hier natürlich alles ganz genau an. Vor allen Dingen hier diese Box, in der uns einige Münzen offenbart werden. Wir jumpen hier rüber. Machen Stampf, Stampf, Stopp. Nee, nicht Stopp. Ich glaube nicht, dass es hier noch was Wichtiges gibt, außer ein paar Items, die man gebrauchen könnte. Da können es way too easy. That is weird. Oh, ich liebe dieses Level. Es ist so wunderbar. La la li la la la. Ich weiß, dass ich zum Psychologen oder zum Psychiater. Ich glaube Psychiater. Psychologe ist da noch. Und hier gibt's das Run Up. Wunderbar. So, hier ganz strategisches Spielen. Und zwar, wir hüpfen so. Und steppen so schnell wir können hier hoch und jumpen nach da oben und schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Weil hier geht es für uns noch weiter nach oben. Und soviel ich weiß, ist hier das Secret Exit. Exactly. Und den nehmen wir auch. Und der bringt uns zur Kanonenröhre etc. Oh, wieder mit einer Double Time abgeschlossen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ah, das macht so Spaß. Ich könnte hier sitzen, mir diese Musik anhören, ich hätte Spaß. Ich könnte mir dieses Bild anschauen, es macht Spaß, alles macht Spaß. So, jetzt aber noch ganz kurz, kurzer Schnitt. Ich hole die letzte Starcoin und den normalen Exit. So, und der normale Exit ist natürlich obviously dann hier drüben. Ich weiß nicht, ob da schon direkt der Exit kommt, weil auf der Karte sehen wir, dass das Level noch eine Weile dauert. Wobei, die Karte ist ja unter mir. Oh, wer bist du denn? Wunderschönen guten Tag. Ich habe im Übrigen meine Feuerblume verloren bei dem Flap-Flap am Anfang. Bin ein schlechter Gamer, ich weiß. Aber es ist egal, dass ich schlecht bin, wenn man Spaß beim Spielen hat. Ist ja egal. Wenn ihr Freunde habt, die einfach gerne zocken, aber schlecht sind. Spielt trotzdem mit denen. Die haben ihren Spaß des Lebens. War das das, wo man... Ich glaube, da müssen wir gar nicht ganz hoch. Da müssen wir hier hin und dann... Ja. Und alle drei Starcoins haben wir und können gehen. Trotzdem möchte ich doch ganz... Können wir kurz mal... Das sind Gulli-Deckel mit Sternen drauf. Wie cool ist das denn, dass es das gibt? Oh, hier gibt es noch so eine Art Labyrinth. War ich hier schon mal? Kann sein. Wenn man drüber läuft, seht ihr das? Fuck it aus. Ah! Genau, hier soll man diesen Schalter aktivieren. Aber ich weiß nicht, wofür man... Ihr könnt einfach die Pflanze kaputt machen und da so steppen. Wunderbar. Da haben wir nochmal 3000 Punkte weggemacht. Aber wie wir wissen, die Punkte interessieren uns gar nicht. Uns interessiert einfach nur, die Level mit Spaß abzuschließen. Oh, jetzt habe ich endlich mal wieder was, wo ich aufnehme, wo ich richtig Bock drauf habe. Heißt nicht, dass andere Projekte, die ich mache, nicht so Bock drauf haben. Aber das Spiel macht halt anders Spaß. So, Welt 2a ist wieder am Wasserlevel. Und da schalten wir sogar zwei Sachen frei. Einmal die Kanone und einmal rechts eine Röhre. Das soll tatsächlich eine Röhre sein und kein Bambus. Oh, nee. Nee. Die Logs erinnern mich an die alte Version von Porco Puffer, Guys. Keine Ahnung, ob ihr das jemals in eurem Leben gesehen habt. Oh, wir müssen da runter. Aber das machen wir ganz ohne Stress. Wow, weg da. Hier geht's scheinbar noch höher. Geh hier ganz rüber. Wir fliegen nochmal nach oben. Und hihihi und uns nach hier drüben. Wihihi. Kann ich hier stehen? Ja. Und eine Fireflower. Scheinbar haben wir gar nicht so viel Kontakt mit dem Dude. Trotzdem nicht unbedingt Bock, den jetzt kennenzulernen. Wohoho. Bitte, bitte, bitte. Oh, das ist immer so. Ich glaube, hier müssen wir einfach durchfliegen. Sieht es jedenfalls für mich aus. Oh! Ich verstehe, was von uns gewollt ist. Wir müssen... Oh mein Gott, aber das ist ja todesschwer. Nein! Ich bin falsch gesprungen.
Weg da! Oh mein Gott. Wir müssen hardcore krank darüber fliegen. Und ich bin schon wieder... Oh mein Gott, ich habe so Angst vor diesem Fisch, ey. Und zwar müssen wir auf diesen Cooper drauf. Kann man den Typen bekämpfen? Nein! Ich darf jetzt nicht sterben. Wenn ich jetzt sterbe, heul ich. Dann bin ich tot. Ja, wenn ich sterbe, bin ich tot, Guys. So müssen wir nach da oben kommen. Und ich nutze an der Stelle auch mal die Fireflower. Weil, wofür haben wir sie denn im Inventar? Um sie anzuschauen? Nein, natürlich, um sie zu benutzen. Ist ja klar. So, da würde ich dann schon... Oh. Aha. Nee, die Zeit nehme ich mir. Ha! Zwar nicht das One-Up bekommen, aber relativ weit nach oben. Nice one. Das ist schon nice. Ich weiß nicht genau, was er sagt, aber das klingt wie so, das ist schon nice. Das ist schon nice. Oh, warte mal. Wir kommen nur zu Cannon. Bitte was? Dann machen wir jetzt aber noch die Cannon, weil da habe ich gerade Bock drauf. Ich weiß nicht, was die Cannons machen, weil ich die in meinem damaligen Spiel nie geholt habe. Schießt ihr uns einfach zu World 5? Okay, Spoiler Alert, Guys. Woohoo! Ah, ich liebe dieses Spiel so unfassbar. Welt 5, eine Schneewelt scheinbar. Ja, safe mal. Aber wir wollen ja noch Welt 3 und Welt 4 sehen, bevor wir in Welt 5 kommen. Da skippen wir dann doch einiges scheinbar. Wir machen jetzt erstmal das Level hier. Welt 2, 4. Währenddessen ich mal ganz kurz im Hintergrund auf die Zeit gucke und sehe 13 Minuten. Das fühlt sich immer so lang an, weil ich es gewohnt bin, dass Level lang sind. Genau, das ist das Gimmick in dem Level. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an sehr viel. Obwohl ich's... Wann habe ich dieses Spiel das letzte Mal gespielt? Ich sag's euch, das Spiel habe ich das letzte Mal 2010, 2011 gespielt. Da sehe ich jetzt keine Schwierigkeit. Okay, die kommt trotzdem raus. Was ja tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich glaube nicht, dass wir die durch eine Stampfattacke besiegen können. Ich will es auch gar nicht ausprobieren. Ich will aber nach hier links, weil das... Da ist keine Starcoin und wenn da doch eine Starcoin ist, dann ist dieses Level Abschaum. Daran kann ich wieder, das macht so einen Halbbogen. Oh, wie oft ich diese Level gespielt habe in Welt 2. Weil ich nicht wusste, dass es verschiedene Welten gibt. Ich war so unwissend. Hier unten sieht es aber sehr, sehr sass aus. Deswegen wir mal nach hier unten steppen. Und die rote Röhre nehmen, die uns wohin führt? Unter Wasser macht Sinn. Der Übergang sehr, sehr nice. Natürlich, denn die Röhre war schon unter Wasser, aber es ist eine unnötige Passage. Hier gab es nichts. Oder bringt uns das jetzt zu einem weiteren Secret? Ich will da nicht hoch. Ich will wissen, was auf der anderen Seite ist. Ich kann mich nämlich an was erinnern. Ich kann mich an viel zu viel erinnern, glaube ich. Hier schmeckt es saftig. Die Starcoin. Im Übrigen, ich finde, dieser Goldschein, der Starcoin sieht so gut in dem Game aus. Also jetzt mal for real. Oh, oh, ich muss hier schnell sein anscheinend. Oh, Hammer Bros. Wusste gar nicht, dass es euch hier auch gibt. Und das war gerade die krankeste Leistung, die ich jemals in einem Mario-Spiel gesehen habe. Ich wurde da nicht getroffen. Ja, okay. Dafür müsst ihr jetzt ein Like da lassen, dass ich da nicht getroffen wurde. Und dann könnt ihr ruhig wieder den Like wegmachen, weil bin ich an die Zielfahne gekommen. Ja, ich muss mal wieder meinen Stuhl hochmachen, ihr wisst Bescheid. Das ist ja grauenhaft hier. Könnt ihr mir vorstellen, dass es hier wieder mal ein Secret Exit gibt? Ich weiß es nicht. Alle Secret Exits, die uns am Schluss fehlen, machen wir dann nochmal in einem vermutlich gesonderten Part. Was gibt uns das?
Ja, nehme ich, natürlich. Habe ich Bock drauf. Mini-Mushroom, klar. Easy. Gar kein Bock. Ich ganz ehrlich, habe ich gar keinen Bock drauf. Gar keinen Bock. Hier rechts gibt es auch ein Secret. War das hier rechts? Jetzt gar nicht mit diesem Item probieren. Ja! Ja, ja, nee. Doch! Da rechts war eine Starcoin. Wie komme ich da? Wie komme ich da hin? Lass ich los? So, okay. Ah, okay. Hier rechts. Droppen lassen. Das ist die erste. Perfekt. Okay, das Einzige, was mich, glaube ich, was ich wirklich sagen kann, was mich hier stört, ist die Tatsache, Komma, dass ich klein bin. Heule. Oh, aber ich will nicht klein sein. For real nicht. Da oben sieht es irgendwie so... Da war ein rötlicher Schein. Oh, ich kenne das Level, aber... Ich kenne das Level, aber... Das sind die Plattformen, genau, die drehen sich. Was eigentlich da unten? Sag bitte nicht, dass da der Tod ist. Okay. Das wäre jetzt so ein Scam gewesen, wenn ich da runtergesprungen wäre. Hier ist einfach... Was war das denn für ein Sprung, Mario? Ah ja, und du spawnst mir hier einfach... Das hier rechts ist aber doch mal mehr als auffällig. Ist nichts. Hat das mir jetzt irgendwas gebracht? In irgendeiner Form, Art und Weise? Lass mich kurz drüber nachdenken. Ich will erst hier hochhüpfen. Ich weiß nicht, wo der Typ ist. Safe ist safe. Uns fehlen vor allen Dingen noch 2 Starcoins. Wie gesagt, uns fehlt eine Starcoin. Das ist die zweite. Please. Wir haben eine Starcoin verpasst, Guys. Und ich kann euch nicht sagen, wo. Weswegen wir jetzt nochmal ganz kurz... Oh, lohnt es sich zurückzulaufen deswegen? Wird wahrscheinlich nicht kommen, nur weil hier ein Block ist. Oder spawnt dadurch hier oben was? Ist das neu? Nö. Bitte jetzt nicht mehr treffen lassen. Okay, 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 ich gehe ja schon. Die Zeit, Guys. Da rechts, habt ihr es gesehen? Ich glaube, da rechts ist was. Ich kann nicht mehr zurück, nein. Jetzt, wo ich gesehen habe, wo was sein könnte. Nein! Aber das war ja danach. Oh mein Gott, war das eine schwache Leistung. Dampfattacke und er ist Finish. Okay. Ich trinke mal nochmal einen Schluck und ja. Würde sagen, wir schauen nochmal in dieses Level rein. Weil du schlechter Spieler ja nix kannst und selbst die Starcoins verpasst. Ja, ich weiß. Beruhigt euch. Ich hole sie nach. Bis gleich. Ist es hier links? Oh, Guys. Es ist hier links. Glaub ich. Oh mein Gott. Auf sowas habe ich gewartet. Oh, ich muss da raus. Und dann oben drauf. Ja. Hier geht's noch weiter. Okay. Okay. Aber wir haben alle 3 Starcoins. Und das bringt uns woraus? Hier. Da, wo ich gesagt habe, oh, guck mal, da rechts oben könnte was sein. Da war was. Nur halt ein Ausgang. Aber ist ja auch egal. Wir haben's. Und ja, wir sehen uns gleich beim nächsten Level wieder. So, da wären wir dann auch beim nächsten Level. Ich glaube immer noch, dass es hier ein Secret Exit gibt. Aber ich habe jetzt nichts gefunden. Deswegen würde ich sagen, wir gehen weiter und alle Secret Exits machen wir dann, die wir verpassen, machen wir dann einfach noch extra. Oh, ich erinnere mich. Böses Level.
Ganz arg böses Level. War wegen dir. Meinte wegen dir. Oh, nee, wegen dir dahin. Nee, 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 ich warte bis der... Hä? Oh, weil die nicht real sind. Hallo, ich will jetzt meinen Mushroom haben. Oh, ich glaube, den brauchen wir sogar. Ja, den haben wir sogar gebraucht. Für die... Oh mein Gott, danke, dass du umgedreht bist. Ich weiß nicht, ob ich die immer mitnehmen muss. Oh, das war schlecht. Weil manchmal sieht es halt so aus, als würde man die hier wirklich brauchen. Dass es da kein fehlt, wissen wir, wo wir nachgucken müssen. Okay. Oh, endlich mal wieder was Gescheites hier. Zum Ausrüsten. Oh, aber ich glaube, hier müssen wir nach oben. Es war ein komplett... Ich truste hier gar nichts. Geh hier weiter. Weg da, weg da, weg da. So, was gibt's denn hier unten Schönes? Auf dich hab ich keinen Bock. Okay. Aber immerhin weiß ich, wo die... Muss nach re... Du hast nur einen Versuch für die Starcoin? Okay. Dann kümmere ich mich kurz darum. Da war ein Peen versteckter, den ich nicht gesehen habe. Wir brauchen die Dinger doch nicht zum Hochhüpfen. Ich habe nie was gesagt und ich habe auch nie über dieses Spiel schlecht gejudged oder so. Und wir sind tatsächlich hier sogar noch groß. Ich weiß nicht, ob unsere Ressourcen sich dadurch erhöhen sollten, aber vielleicht. Maybe. Den Mario nicht. Oh, warten, warten. Weil die kommen wieder reingeflogen. Das weiß ich, weil Nintendo hatte den Fail und ist hier gestorben. Nintendo, sehr schlecht von dir. Schlechter Gamer. Nein, alles gut. Da hau mich nicht. Nein. Wir haben nur einen Versuch dafür. Ich hab springen gedrückt, Mann. Ich hab's auch eingesammelt. Wie ein Meister. Alle drei Starcoins sind jetzt gar keinen Bock mehr auf das Level. Das ist bisher das Schlimmste. Nee, 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 nee. Ja, ich will groß bleiben, damit ich im nächsten Level vielleicht eine Feuerblume oder sowas bekommen bin. Was sagt denn eigentlich die Zeit? Ich cut ja immer 20 Stunden weg. 26 Minuten. Wahrscheinlich bei euch dann 20, 15. Keine Ahnung, wie ich wegschneiden muss. Die ganzen Sachen, wo man was kaufen kann. Entspannt euch, wir kümmern uns danach drum. Ich weiß nicht, ob man da rein kann. Ich will es auch eigentlich gar nicht wissen. Doch, ich würde schon gern wissen, aber ich will es auch nicht testen. So. Das Level sieht aus, als wäre es ein Level über den Wolken oder so, weil die Röhre nach oben geht. Und ich hatte recht. Und ich erinnere mich. Ich glaube, ich habe was gesehen. Kann ich return? Was heißt denn Options? Achso. Ist dann auf dem Bottom Screen. Continue! Hier, schöne. Fireflower? Das ist unfair. Hey, du erreichst mich nicht mal. Du vielleicht. Nee, auch nicht. Oh, aber du! Oh nee, du fährst jetzt nicht mit mir mit, oder? Nee, sag mal, das war also nicht der Deal, haben wir gesagt. Und du auch nicht! Nein, die sind zu zweit. Jetzt was in der Mitte, ich bin tot. Er lief schon wieder. Ey, aber nett, ich... Hier kannst du haben, das war eine dumme Aktion, ich weiß. Ein Run-Up.
Was will ich damit? Du holst jetzt den anderen ab. Bitte. Dankeschön. Wuhu! Einen wunderschönen guten Hallo. Beide Pflanzen sind weg. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich nach oben oder nach unten muss. Eindeutig nach unten. Okay. Hätte mich auch gewundert, wenn ich hier nicht getroffen werde. Wenn da jetzt vorne was kommt, bin ich tot. Was? Was soll man machen? Und warum gibt es in diesem Level keinen Checkpoint? Und welches Darkcoin habe ich überhaupt eingesammelt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war nämlich die zweite, weil ich habe am Anfang noch so was Sassy gesehen. Ich hatte Level nochmal von vorne. Ich gucke gleich noch, was ich da gesehen habe. Vielleicht war das ja irgendwie in irgendeiner Form relevant oder so. Und zwar hier direkt links runter. Aber kann man nicht. Okay. Kurzer Cut, wir sehen uns gleich wieder. Ey, was war, das ist so krank, dieses Level. Aber was passiert hier? Was wird von mir verlangt? Achso, dass ich auf die Plattform umswitche. Okay. Ey, jetzt aber bitte ziel, ich kann nicht mehr. Ich bin klein. Jetzt zu sterben, ich heule. Bitte. Nintendo, hör auf damit. Nintendo? Oh, Husten. Husten. Cooles Gimmick. Ihr pumpt sozusagen die Röhre auf und da ist so ein Korken drin, der schießt die Pflanze. Ich höre eine Pflanze. Wie wenn ich hier sterben sollte, wirklich. Oh, da hätten wir es dann auch geschafft. Es bleibt anstrengend, das Game. Ich sag's euch. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja. Easy, das letzte Level hauen wir noch rein, aber ich hasse es, im letzten Level klein zu sein. Und hab nicht wirklich Bock da drauf. Scheint hier aber sehr viele Secret zu geben. Oder es gibt einen Major, den ich einfach nicht gefunden habe. Jo, wir starten das Level als kleiner Mario. Und ich habe schon direkt, also auch wirklich gar keinen Bock mehr auf das Level. Aber, wisst ihr was? Ich kann mich an das Level erinnern. Und weiß sogar, glaube ich, wo sich zwei Starcoins befinden. Mega cringe, er findet nachher einfach gar keine. Ah, eine Fireflower. Ich erinnere mich. Wir rennen und ducken. Hier sogar einmal oben drüber. Das war. Die kommt hier lang. Nein, kommt sie nicht. Alles gut. Gar kein Stress. Die ist weg. Perfekt. Schafft das, glaube ich, gar nicht bis zu mir. Und wir sind durch. Ohne einen Gegentreffer. Ist doch schon mal was. Ob das so. Hier fehlt eine Tür. I think. Oh mein Gott, wir sind so ausgerüstet wie noch nie zuvor. Wie viele Bullet Bills, Nintendo? Ja, mach mal 2, 3, 5 Bullet Bill Launcher auf eine Ebene. Bam, ich mache euch alle kaputt. Das ist halt dann wie Shigeru Miyamoto saß da und dachte sich, so, machen wir das. Daran kann ich mich sogar auch noch erinnern. Krass. Dass ich hier so richtig dumm gerade reingelaufen bin, war komplett unnötig. Aber hier gibt es auch schon die nächste. Und das da oben sieht, sieht sass aus. Die kommen wirklich hoch. LOL. Nein, nein. Oh mein Gott. Aber ich weiß, dass der für eine bestimmte Stelle sehr wichtig ist. Und zwar für diese hier. Und ich glaube, hier gibt es sogar eine Starcoin. Ja. Deswegen gut, dass wir das gefunden haben. I remember myself doing this 1000 times before. Und das ist hier gar nicht so schwer. Wir müssen im richtigen Moment hier unten die Tür entern. Und dann haben wir es auch, also was heißt, wir haben es geschafft. Wir sind beim Boss. Und wir sind am Ende und wir müssen hier Mini Mario sein. Für die vierte Welt. Das schneide ich euch dann gleich noch mit dran. Wir haben ihn hier. Stelle ich mir das schwer vor?
eigentlich gar nicht. Vor allen Dingen als Mini-Mario nicht, weil wir ja super rumhüpfen können. Das wird als Mini-Mario easy. I say so. Denn ihr seht gleich, was ich meine, warum wir Mini-Mario sein müssen, um eine weitere Welt freizustellen. Denn wir würden dann nach da unten fallen und eben Welt 4 freischalten, glaube ich. Und genau das tun wir jetzt. Wir werden zwar noch nicht in Welt 4 gehen und erst Welt 3 machen, aber ich werde euch ganz kurz hinten dran schneiden, wie ich mich in diesem Level schlagen werde. Ist gleich deutsches schwer, ich weiß. So, meine Freunde, da wären wir. Ich habe gar keinen Bock, das jetzt 10 Stunden zu probieren, wirklich nicht. Aber das Spannende ist ja wirklich, er hat immer das gleiche Schema, was ihn halt, glaube ich, einfach macht. Oh, nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht, Guys. Aber halt schwer ist er jetzt nicht, oder? Würdet ihr sagen, er ist jetzt dadurch schwerer? Oh. Knapp. Das ist nur sein Dodge-Angle oder wie auch immer das heißt. Oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Da ist er down. Ah, wunderbar. Das erste Mal tatsächlich, dass ich es schaffe, den mit Mini-Mario zu bekämpfen. Glaubt es mir? Oder glaubt es mir halt nicht? Aber es ist wirklich das allererste Mal, dass ich Welt 4 in diesem Spiel sehe. Die ist für mich 100% blind. Also blind. Und es ist eine Waldwelt. Das dachte ich mir am Vorschaubild schon. Also ich kenne die Welt, aber ich kenne die Level nicht. Und naja, Guys. Wenn euch das Ganze gefallen hat, unterstützt mit einem Daumen nach oben. Ich nehme mir da sehr, sehr viel Zeit immer für das Video. Deswegen würde es mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.